Schau dir den Baum an. Der ist bestimmt hunderte von Jahren alt. Ich glaube, ich kann da was machen. Folge mir. Hey. Siehst du die Libellen? Du musst mir eine fangen. Wovon zum Teufel redest du da? Ich befehle es dir nicht. Ich bitte dich. Die Zweige sind ziemlich hoch. Wie wär's mit der Leiter? Wenn du mich hochhebst, könnte ich sie für dich runter befördern. Du meinst, ich soll eine der Libellen fangen? Dürfte schwer sein. Sie sind scheu und sehr schnell. Da! Da ist gleich eine. Ich markiere sie auf deinem Display. Sie ist gleich da drüben. Sie ist nur... Ja, ich weiß. Ich kann sie sehen. Ich bin noch nicht blind. Ach Gott, verdammt, halt still! Danke. Du blödes Insekt, ich bring dich um. Was für ein Tag. Hast du sie schon gefangen? Nein, nein, noch nicht. Ich hab sie. Ist ja super. Bring sie hier runter. Als Kind habe ich immer mit Libellen gespielt. Du nicht? Nein, ich habe sie zerquetscht. Sie haben einfache Sensoren entwickelt, um Energiequellen aufzuspüren. Ziemlich primitiv, aber für unsere Zwecke genügen sie. Halt still. Das wär's. Sie wird jetzt Daten direkt an dein Stirnband senden. Sie hat eine Kamera und einen Sensormodus. Und? Probier's aus.
Folge mir. Du müsstest die Minen auf deinem Stirnbanddisplay sehen können. Was denkst du? Ist ziemlich cool, oder? Ja. Ja, ist ziemlich cool. Kannst du mich durch die Minen führen? Ich kann nicht sehen, wo sie sind. Das war leicht. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Mach besser noch einen Scan. Wir haben hier ein Problem. Da sind überall Minen. Gehen wir zu dem Gebäude. Wirf mich zu dem Vorsprung hoch. Ich suche dann nach einem Weg. Da oben. Hier oben komme ich rüber. Okay. Okay, ich finde einen anderen Weg. Geht's gut. Ich komme nicht rüber. Kannst du mir helfen? Danke. Das war ganz schön knapp. Da drüben ist ein Geschützturm. Da kommen wir nicht vorbei. Ich scanne mal. Ich erfasse eine Strukturschwäche. Wenn du nah genug rankommst, könntest du das Ding umstürzen und ihn platt machen.
Lenk ihn ab! Es wird schwächer! Vorsicht! Sieht aus, als könntest du an ihnen vorbeischleichen. Sie haben mich gesehen, aber ich bin durch. Hey, komm zurück. Räum den Weg für mich frei, sonst komme ich nicht vorbei. Thank you.
Schiff, lenk ihn ab! Okay, geschafft. Immer wenn du einen Mac tötest, lade ich seinen Bauplan runter. Finde raus, wie er funktioniert. Das macht dir das Leben leichter. Wenn du mir das Leben leichter machen willst, warum nimmst du mir dann nicht dieses Ding ab? Wenn wir schon zusammenreisen, sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen. Also, mein Name ist Trippy Tucker, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Ich scanne. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte, ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle? Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey Monkey, wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Thank you.
Verbrecher! Vorsicht! Okay, voll geladen! Schiff, lenk ihn ab! Max. Und zwar eine Menge. Sie kommen direkt auf mich zu. Jetzt kann der Blödmann da drüber stehen. Funktioniert wieder! Brüll nicht so! Hey, warte! Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden. Hier drüben. Kannst du mir rüberhelfen? Thank you.
Oh, wie wunderschön. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Sie sollten tot sein. Es ergibt sehr wohl Sinn. Das Sonnenlicht speist die Pflanzen. Die reichern das Wasser mit Sauerstoff an. Kleine Fische fressen die Algen und die großen Fische die kleinen. Ein geschlossenes Ökosystem. Wie mein Zuhause. Mein Vater hat unsere Gemeinschaft auch genau so organisiert, dass wir nie vor die Außenmauern müssen. Wir produzieren selbst Nahrung und Strom, kondensieren unser eigenes Wasser. Wir haben alles. Außer einer Zukunft. Was meinst du? Ich weiß doch, wie das läuft. Einige verstreute Stämme verbinden sich unter einem visionären Anführer. Und bald darauf werden die Sklavenhändler auf sie aufmerksam. Was offensichtlich auch passiert ist. Es war nur ein Sklavenschiff. Hat nur ein paar von uns erwischt. Und wenn andere kommen? Wenn diese Fische es schaffen, mehr als 200 Jahre zu überleben, schaffen wir es auch. Ja, anscheinend kommt jetzt Part
3 und damit wird das Let's Play beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.